بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد لبقشفست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Die Frage lautet: Was kann man machen, wenn ich bei jemand dabei bin und der ist am Sterben? Was kann ich tun? Alhamdulillah, das ist wieder eine gute Frage und diese Frage geht um Fiqh. Fiqh al-Jinaza. Deshalb sage ich immer, es ist immer besser, dass man lernt, dass man nach Wissen strebt. Weil kann sein, dass jemand dabei ist und er hat gar keine Ahnung. Entweder haut er ab oder macht er Sachen, die nicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Damit gemeint, er macht Bida. Deshalb, immer wenn man etwas macht, dann macht man ala basira, mit Wissen. Erste Sache, was man macht, laqinhu al-shahada. Das heißt, sag ihm, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sag, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Wenn er einmal sagt, dann lass ihn. Warum? Wenn er das Letzte ausgesprochen hat, dann alhamdulillah. Kama qala sallallahu alaihi wa sallam, man kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Rawahu Abu Daud. Subhanallah. Das heißt, wenn du letztes Wort sagst, la ilaha illallah, du bekommst das Paradies. Das heißt, erste Sache, dass du ihm sagst, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Hadith رواه مسلم. Die zweite Sache, dass du ihn in Richtung Qibla machst. Und das muss nicht sein. Es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt, muss das nicht sein. Als Muslim muss man das nicht machen. Warum? Weil es ist einfach nur erwünscht. Muss nicht sein. Aber besser, wenn man das macht. Und die Gelehrten, die haben auch gesagt, es gibt zwei Arten. Entweder einfach auf seinen Rücken legen und seinen Kopf auf Richtung Qibla zeigen. Oder legt sogar auf seine rechte Seite. Und also meine ich damit rechte Seite Richtung Qibla. Das ist wie gesagt erwünscht. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم auch hat uns auch gesagt, إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Wenn du schlafen willst, dann einfach Wudu nehmen, diese Gebetswaschung nehmen, ثم اضجع على شقك الأيمن, und dann auf rechter Seite liegen. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. رواه البخاري ومسلم. Wenn du in dieser Nacht also stirbst, du bekommst das Paradies, sag mal so. Mit Al-Fitra. Du bist oder du hast mit Al-Fitra gestorben, dieser Instinkt. Und auch Nummer 3, Irmadu Aynayhi, dass man seine Augen zumacht. Weil das eine Sache, die ganz normal ist. Die meisten, die sterben mit Augen auf. Warum? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna ar-ruha idha qubida atba'ahu al-basar. Hadith akhrajahu Muslim. Das heißt, wenn die Seele rauskommt und geht hoch, deine Augen folgen deiner Seele. Das heißt, du hast zum ersten Mal deine Seele gesehen. Erst wenn du stirbst, dann siehst du deine Seele hoch geht. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Achil Karim, wenn du dabei bist, versuch mal seine Augen schnell wie möglich zu machen. Wenn er kalt wird, seine Augen werden nicht zu. Genau wie auch sein Mund. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam dachala ala Abi Salama radiyallahu anhu, als er gestorben ist. وقد شق بصره mit Augen auf, فأغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم sein Augen, Muhammad صلى الله عليه وسلم hat sein Augen also zugemacht. ثم قال, dann sagte رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الروح إذا قبض تبعه البصر. Wenn die Seele, also wenn jemand stirbt, die Augen folgen die Seele. فضجع ناس من أهله. فقال, das heißt, manche Leute, die dabei waren, die haben ein bisschen so Lärm gemacht. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. Macht ihr nur gute Dua. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Sogar die Engel, die sind dabei und die sagen Amin für eure Dua. Subhanallah. ثم قال صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لأبي سلمة
وارفع درجته في المهديين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث رواه مسلم. Und die vierte Sache, Al-Mubadara. Oder die dritte Sache, erstens, dass man ihn also zumacht. Meine ich damit ein Tuch drauf machen, damit wir sein Leiche zudecken. وهكذا كذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. So wurde auch mit Muhammad صلى الله عليه وسلم gemacht. Bester Mensch, beste Gesandte, beste Prophet صلى الله عليه وسلم. Als er auch gestorben ist, die Sahabe haben auch für ihn ein Tuch drauf gemacht. صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد أو ببرد حبرة. Das heißt ein Tuch sogar aus Yemen. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. Die vierte Sache ist, dass man schnell wie möglich seine Janaza vorbereiten. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. Eilt ihr mit الجنازة. فإن تكو صالحة فخير تقدموها أو تقدمونها عليه. Das heißt, wenn die gut ist, dann die Janaza weiß genau, was auf sie wartet. وإن تكو غير ذلك. Und wenn die schlecht ist, diese Janaza, meinst du damit diese Mann oder diese Frau, die in Janaza ist, فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. Das heißt, wenn die schlecht ist, oder wenn er schlecht ist, ihr werdet was Schlimmes von eurer Schulter wegmachen. حديث أخرجه كذلك البخاري ومسلم. والمراد بالإسراع. Das heißt, schnell machen mit was? Mit الغسل, Waschung, الكفن. Diese Leichentuch und Sachen, die um die Beerdigung geht. Nummer 5 ist Al-Mubadaratu ila qada'i dinihi, dass man schnell auch seinen Kredit bezahlt. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يسأل. Er fragt immer, wenn jemand gestorben ist, hat er Kredit? Wenn die sagen, ja Rasulallah, doch, er hat Kredit. Wenn jemand sagt, ich bezahle für ihn, dann sallallahu alaihi wasallam, er verrichtet für ihm Salatul Janaza. Wenn keiner was sagt, dann er geht und sagt, sallu ala sahibikum, sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a an Salama ibn al-Aqwa, qal, ata al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, bi jenazatin, au utiya al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, bi jenaza. Wurde ein Janaza gebracht zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu, da haben gesagt, ja Rasulallah, salli alaihi, verrichte für ihm Salatul Janaza. Qal, sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, هل ترك عليه دينا؟ Hat er Kredit? قالوا نعم. نعم يا رسول الله. Sagte, هل ترك من شيء؟ Hat er etwas gelassen? قالوا لا يا رسول الله. Hat nichts gelassen. Hat nicht hinter ihm gelassen. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. Verrichtet ihr das Gebet für eure Brüder. Dann sagte ein Sahabi Ansari رضي الله عنه يقال له أبو قتادة. Sagte, salli alihi wa alihi dinahu, fasalla alihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Qutada sagte, ja Rasulallah, verrichte für ihm das Gebet, ich werde für ihm das bezahlen. Dann Rasulallah sallallahu alaihi wasallam hat für ihn Salatul Janaza verrichtet. Fallahumma akhtim khatimatana, ahsin khatimatana, warhamna bi rahmatik, unawwir quburana, uwassi' mudkhalana, wa ahsin a'malana. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.